la 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 la. Kannst du, Leo, nicht auch mal was Schönes singen? Von beschwingten, heiteren und angenehmen Dingen, die nicht gallenmäßig das Gehör verätzen und Adrenaline in Alarm versetzen. Ach, bei deinen Liedern muss man so viel denken, dass ich einem die Synapsen im Gehirn verrenken. Musst du uns die letzten Illusionen rauben, die wir noch der Kirche und der Glotze glauben. La 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 la. Kannst du nicht ein bisschen unsere Psyche schonen? Von der Wahrheit kriegt der Deutsche nämlich Depressionen. Kannst du die Verhältnisse nicht etwas schönen? Wirst du dich denn nie mit dem System versöhnen? Immer musst du über die Probleme reden. Das erzeugt beim Publikum die schwersten Seelenschäden. Die muss man mit Alkohol erst auskurieren. Will man in der Nacht nicht wach zur Decke stieren? La 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 la. Hast du, Leo, nicht auch ganz profane Sorgen? Soll ich dir vielleicht eine heiße DVD besorgen? Die weist deine Aggressionen in die Schranken und bringt deine destruktive Sicht ins Wanken. Ist es nicht auch wichtig, wie die Schalker spielen und wie tief die Bayern-Münchner Millionäre fielen? Kannst du nicht dein Liedchen auf Jens Lehmann singen, als die Lüdenscheider 04 baden gingen? La 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 la. Oder schreib in Gottes Namen Liebeslieder, die hört der frustrierte Deutsche immer gerne wieder. Popverlage würden sich dann um dich raufen und Millionen würden deine Platten kaufen. Muss man überhaupt zu Liedern Texte schreiben? Man versteht doch bloß die Hälfte. Lass es einfach bleiben für den Markt. Da reicht es, lalala zu lallen. Das wird deinem Publikum bestimmt gefallen. La 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 la